Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und wir sind wieder zurück in Japan. 1516 haben wir es schon und wir haben ein paar Problemchen. Einmal eine riesige Iko-Ikis, die wir besiegen müssen. Dann haben wir zwei Provinzen, die wir noch lange nicht erobert haben. Und wir haben die Uesugis, die stärker geworden sind in diesem Krieg. Aber wir können den Spieß vielleicht umdrehen. Und zwar gibt es hier eine interessante Situation. Diese Iko-Ikis hier, die schon ein eigenes Gebiet gegründet haben, blockieren den Zugang zu diesem Homna-Gebiet. Das gehört noch den Homnas. Mit denen sind wir im Krieg, mit denen sind die Uesugis im Krieg. Und insofern sind diese Iko-Ikis der Schlüssel zu dieser Insel. Und vielleicht schaffen wir es, dass wir hier mit diesen Leuten, die ich gleich rekrutieren werde, um diese Armee zu besiegen, dass wir hier drüber marschieren können, diese Armee auch noch besiegen und dann auf die Insel gehen können, freie Bahn haben und dann schnell alle Provinzen besetzen und die können wir dann in Ruhe belagern. Und dann haben wir immerhin auch nochmal drei weitere Homna-Provinzen bekommen und sind dann zumindest, ja, vielleicht wieder gleich auf mit den Uesugis. Jetzt sind die ja noch ein bisschen davongezogen. 11% und wir 9%. Also das ist der Plan. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder ordentlich rekrutieren. Und der Einfachheit halber rekrutiere ich mal wieder alles, um dann ein bisschen zu entlassen. So, alle ausheben. Oh, das ist auch nur der Norden noch. Okay, jetzt mal ein bisschen kalkulieren. Das sind etwa 7.000, das sind 10.000. Oh, ich glaube, wir brauchen auch alle. Wir brauchen jetzt wirklich alles, was wir aufbieten können. Das einzige Problem an diesem Plan ist das Geld. Wir haben relativ wenig Geld, 213. Und wir werden jetzt, dadurch, dass wir wirklich alles ausgehoben haben, auch einiges verlieren. Und zwar, na, Moment, noch monatlich, ja, monatlich ein. Na gut, das geht. Das können wir noch eine Ecke durchhalten. Gut. So, außerdem habe ich gesehen, bevor wir weitermachen, hier, die haben Verlustquoten. Das muss nicht sein. Hier schicke ich mal eine oder die beiden Armeen hier rüber. Dort ist noch ein bisschen Luft, was die Versorgung betrifft. Und dann, denke ich, machen wir jetzt erstmal weiter und schauen mal, wie der Plan so laufen wird. Was haben wir hier? Dieser Tag, es wollen wieder Geiseln austauschen. Ich hatte ja das letzte Mal die Großtheorie geäußert, dass ich mir das lieber offen halten will, aber inzwischen, angesichts dieses Planes, das ist eh ein bisschen langfristiger oder dauert etwas und ich habe doch so ein bisschen Angst, dass die Uesugis mich möglicherweise jetzt angreifen, die Gelegenheit nutzen. Und insofern glaube ich, und wenn man einmal in der Schwächeposition ist, dann kommen alle anderen. Insofern werde ich jetzt doch das Angebot annehmen. Akzeptieren wir. Gut. Aber jetzt erstmal weiter hier. Und jetzt heißt es vor allem abwarten, bis die Truppen aus dem Norden dann endlich im Süden sind, dass wir hier vorgehen können. So, wir können Ronin, aber das Geld will ich sparen. Oh, wir verlieren doch deutlich mehr. Die Anzeige war nicht ganz richtig. 8 verlieren wir im Monat. Uiuiuiui, das ist ganz schön ordentlich. Hier haben wir auch wieder Verlustquoten, weil unsere Vasallen hier dabei sind. Na, so lange können wir das nicht durchhalten. Wir müssen also erstmal die besiegen und dann weitersehen. Die marschieren alle jetzt nach Kita-Aizu. Was soll das denn? Wir haben da eigentlich nur eine Armee stehen. Mit 3000 Mann, der Rest sind unsere Freunde. Hier haben wir 9000. Hier ist auch keine Verlustquote. Na gut, spannend wird's, wenn hier die Mauern irgendwo fallen. Dann können wir da stürmen. So. Aber hier sind wir noch lange nicht so weit, dass wir diese Iko-Ikis angreifen können. Das dauert echt seine Zeit. Wie die Leute hier sind, hier kommen weitere 5000 Vasallen. Da haben wir jetzt hier 13.000, aber immer noch keine Verlustquote. Aber auch noch nicht die Gelegenheit zu stürmen. Und hier sind sie schon bei 15%, die Iko-Ikis. Puh.
Puh, und wir haben immer nur noch 4750. Aber langsam, aber sicher rollt die gewaltige Streitmacht hier an. Wie viel können wir denn eigentlich hier versorgen? Das ist vielleicht nochmal interessant. 17.000, okay, das ist einigermaßen. Aber wir brauchen ja mindestens 30.000, um hier so souverän, wie wir das gewohnt sind, vorzugehen. Ihr wisst ja, wir verlieren ja immer 10.000 etwa. So, hier stehen schon 18.000. Oh Mann. Viel zu viel, Leute. Aber Kito Aizu... Ah, wir können stürmen. Ne, Kito Aizu ist hier. Wie viel haben die dort? 2.500. Hm. Wir haben nicht das Zehnfache. Noch lange nicht. Das war immer so ein bisschen früher die Faustregel. Sollen wir es riskieren? Ja, los, komm, wir riskieren es, wir stürmen. Hohe Erfolgsaussichten steht auch. Na gut, dann machen wir es. Jawohl. Ah, ich bin da einfach zu zaghaft. Ich bin echt so ein gebranntes Kind aus Europa Universalis und so weiter. Da wäre das jetzt nicht so einfach gewesen. Gut, das war insofern jetzt keine schlechte Entscheidung. Wo marschieren die jetzt alle hin? Keine Ahnung. Was machen wir mit den Truppen? Lassen wir sie erstmal stehen dort. Hier haben wir jetzt schon 15.000. Reicht noch nicht. Vielleicht kommen die 7.000 jetzt dazu, dann würde es reichen. Was haben wir hier? Revolten möglich? Ach so, ja, wir müssen... Oh, nein, ist jetzt eine Revolte ausgebrochen? Oh, habe ich nicht aufgepasst. Verdammt. In Murayama. Habe ich weiterlaufen lassen. Na gut, dann müssen die 6.000 jetzt erstmal hier hin. Wie ärgerlich. So, wir müssen also die dringend abgeben. Hm, und wir haben Ninja-Söldner. Das sollten wir nutzen, um hier vielleicht die Verteidigung zu schwächen. Schwächung der Verteidigung. Das machen wir hier. Und hier nehmen wir wieder Schutz gegen Ninja-Angriffe. So. 121 sind wir. Ach ja, ich wollte unbedingt die loswerden. Und wir hatten doch jemanden es versprochen. Es war, wenn ich mich recht entsinne, Kiyoshi. Also Kita Aizu geht an Kiyoshi. Landtitel gewähren. Kita Aizu. Okay, bringt auch Ehre. Sehr gut. So, hier sind wir immer noch 15.000. Prima, er freut sich. Die Revolten... Das Revoltenzeichen müsste jetzt endlich weggehen. Und jemand ist gestorben. Oh, hier sind überhaupt viele Nachrichten. Festung. Festung gewonnen, alles klar. Nanbu Tomohide. Das ist aber kein direkter Vasall. Oh, es gibt schon wieder Verschwörung. Das ist natürlich schlecht, aber das kommt wegen unserer niedrigen Ehre. Das sollte sich dann gleich klären. So, was ist hier los mit den Rebellen? Dauert noch einen Augenblick. Hier stehen Leute rum, die ich noch nicht bewegt habe. Das ist schlecht. Die bringen wir mal gleich nach da unten. Nee, das geht nicht. Da greifen die an. Nee, wir brauchen die hier. Wir brauchen sie hier, weil wir... Dann bringen wir die Männer auch nach dort. Ich greife nur an mit Übermacht. Geht nicht anders. So, der Nächste möchte was haben. Kiyoshi will den Nächsten haben. Oh, Leute. Hm. Machen wir den jetzt immer stärker? Oder gibt es jemanden im Hofstaat, der uns sehr wohlgesonnen ist? Der noch kein... Ne, minus 5. Na gut. Das ist eigentlich ein normaler. Ja, okay. Du kriegst ihn. Was ist hier los? Die Uizugis sind mit Satake im Krieg? Ach, du Schreck. Ach, du Schreck. Und jetzt habe ich Geiseln ausgetauscht. So. Verdammt. Hmm.
Ich hätte mich jetzt natürlich jetzt auch gerne an diesem Krieg beteiligt und dann auch wieder dieser Tarkas angegriffen. Allerdings sind dieser Tarkas schwerer zu knacken, glaube ich. Für die Uesugis, die werden da ein bisschen Probleme haben. Aber, das ist jetzt ganz ungünstig. Mit dem Geiselaustausch. Ich glaube, es hilft nichts. Wir müssen jetzt unseren Plan weiter durchziehen. Boah, die Uesugis werden echt doch nochmal ein größeres Problem, als ich dachte. Puh. Ich hatte schon so ein bisschen die Hoffnung, dass sie abgemeldet sind. Das kam aber wahrscheinlich aufgrund ihres sehr schwachen Herrschers. Ja, verdammt. So, 22.000 will ich immer noch nicht angreifen. Ist mir noch zu wenig, Leute. Hier tobt das Gefecht. Und zwar gewonnen. Sehr schön. So, Geld geht auch langsam aus. Wisst ihr was? Ich glaube, diese Leute entlasse ich. Die unten sind mit... Ich vermute mal, dass die uns jetzt hier verstärken und dann können wir angreifen. Also ich werde die entlassen. Bisschen Geld sparen. Ist ja auch mal wichtig. So, hier sind die Uesugis mit 20.000 und dieser Tag ist immerhin mit 10.000 und sie belagern auch Uesugiland. Und warum habe ich Nanbus dastehen? Da ist irgendwas fehlgeleitet. Ach, die hatte ich da glaube ich mal hingeschickt, ne? Die habe ich völlig vergessen. So, aber ich sehe gerade, es wird dringend Zeit. Wir sind hier schon bei 46% und die Mauern sind geschwächt. Wann können wir endlich loslegen? Hier, wann seid ihr da? Das ist das Entscheidende. 23. November. Oh, jetzt müssen wir mal mit Daumen drücken, dass die noch so lange durchhalten. So, mit denen zusammen werde ich jetzt losmarschieren. 22.000 gegen 17.000. So richtig überzeugend ist das aber auch noch nicht. Wann seid ihr hier? 31. Dezember. Tja, können wir es wagen? Warum hauen die denn ab? Warum hauen meine Vasallen ab? Ich dachte, die helfen mir hier. Wo geht ihr hin, Freunde? Ah, nee, ich muss noch auf die 3.000, ich muss noch auf die 4.000 warten. Hilft nichts. Aber wir verlieren natürlich, weil wir da blöde Verlustquoten haben. Oh, das ist so bitter. Okay, jetzt haben wir immerhin 25.000. Jetzt aber. Auf sie mit Gebrüll. Wenn wir ankommen, sind wir wahrscheinlich unter 20.000. Oh, wie doof ist das, ey. So, jetzt kommt's drauf an. Nicht besonders überlegen. Die Moral sinkt auch wieder so komisch. Die werden Gott sei Dank noch helfen. Die 5.000 sind wahrscheinlich nicht rechtzeitig da. Nee, die brauchen wir gar nicht dahin ziehen. Ach Mensch. Diese Ikos. So. Erstmal ein Wehrturm gebaut. Ich werde jetzt nicht weiterbauen, weil wir das Geld brauchen. Okay, die Verteidigung konnte nicht geschwächt werden. Was haben wir hier noch für Neuigkeiten? Hier gibt es Heiratsangebote, Verschwörungen. Wie sieht es aus mit den Verschwörungen? Ah, die sind jetzt wieder weg, weil wir gute Moral haben. Und was macht unsere Bilanz? Minus 5,5. Okay. Naja, das wird jetzt sinken, weil wir hier Truppen verlieren ohne Ende. Oh, das kostet uns viel. Und es ist überhaupt gar nicht in Aussicht, dass wir hier weiterziehen können, diesen Plan umsetzen können. Ach, Leute. Und wir haben auch noch die Schlacht verloren. So, Fusasane will jetzt auch was, das lehne ich aber ab. Wir haben die Schlacht verloren. Wahrscheinlich aus Moralgründen. Verdammt, damit geht die Belagerung weiter. Schwierige Situation, dann brauchen wir doch die Leute.
Bitter. Bitter, bitter, bitter. So, jetzt kommt hier... Ah, oh, die kommen zu spät. Diese 4000 werden jetzt natürlich auch noch abgeschlachtet, unsere Vasallen. Und wer ist hier gestorben? Masayasu. Gut, jetzt müssen wir warten, bis die Moral wieder oben ist. Hier kommen die 6000 und dann müsste es, glaube ich, zu machen sein. Warum verliere ich denn immer noch Geld? Ja, weil nicht die Gesamtzahl der Soldaten zählt, sondern nur die Zahl der Truppen. Insofern kann ich fast überlegen, ob ich hier irgendwie so eine Mini-Einheiten irgendwie nach Hause schicke. Das mache ich jetzt mal. Die kosten einfach nur Unterhalt und bringen gar nichts. Naja, ich habe eigentlich nur Mini-Einheiten. Egal, also die sollen nach Hause. Ach ja, so, jetzt kommt hier, ihr Lieben. 15.000, so. Jetzt ran an den Speck. Also wenn wir das jetzt noch erreichen, ja, tatsächlich, dann haben wir auch noch ein bisschen Glück gehabt dabei. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe ein Moralproblem. Aber jetzt schaffen wir es wenigstens. Und auch übrigens, diese Provinz ist auch immer noch nicht erobert. Da sind wir allerdings bei 100% schon. Also das dürfte dann auch demnächst zu Ende sein. So Leute, jetzt macht doch mal bitte hin. Uiuiuiuiui, geht das lange. Was für eine Schlacht. Monatelang zieht sie sich hin. Straßennetz ist zu Ende gebaut. Gut, auch das bringt wieder Geld. Ronin können wir rekrutieren. Und Yama ist unser. Sehr schön. So, ich glaube, wir haben ja wieder eine Versprechung gemacht. Nämlich an Kiyoshi nochmal. Also kriegt er jetzt auch Yama. Ausführen. Gut. Die werden wir nach Hause schicken. Ne, was habe ich jetzt gemacht? Nicht hier. Nach Hause schicken. Und hier warten wir das Ganze nochmal ab. Ja, ja, er nimmt es natürlich an. Er hat es auch hier, ja, erwünscht. Und auch diese Armee mit diesen ganzen Mini-Einheiten müssen wir jetzt erstmal nach Hause schicken. Okay, das ist unsere stehende Truppe, die übrig geblieben ist. Wir haben super wenig Geld, 30. Bevor es jetzt überhaupt irgendwie weitergeht, müssen wir einfach Geld verdienen. Hilft nichts. So lange sind wir ziemlich handlungsunfähig. Tja, und die Uesugis? Die haben hier wahrscheinlich die Oberhand. Ach Mensch, diese Rebellen, die haben mir echt hier so ein bisschen das Genick gebrochen. Eigentlich waren wir ganz gut in Fahrt. Jetzt ist halt mittelfristig die Frage, ziehen wir den Plan durch und bekämpfen hier die Ikuikis, um an diese drei Provinzen ranzukommen. Wobei ich mir nicht sicher bin, was passiert, wenn ich jetzt hier angreife, ob dann diese Einheit zu Hilfe kommt oder ob die hier so ziemlich statisch in ihren Provinzen herumstehen. Das ist die große Frage. Andererseits, wenn ich sie jetzt bekämpfe, naja, also es ist jetzt möglich, dass diese Revolte auf unsere Provinzen überspringt, aber es ist genauso gut möglich, dass sie auf Uesugi-Provinzen überspringt. Boah, schaut euch das mal an, hier sind schon 28.000, 17.000. Ey, diese Ikuikis, die werden zu einem Hammerproblem. Aber Gott sei Dank haben auch die Hosokawa dieses Problem hier oben. Krass. Tja, also eigentlich sehe ich nur zwei Möglichkeiten, jetzt weiterzumachen. Entweder Satake irgendwie anzugreifen. Oder das Problem ist aber, dass wir einen Geiselaustausch haben. Oder aber die Ikuikis anzugreifen und dann uns zumindest noch diese drei Provinzen hier zu schnappen. Tja, oder wir nutzen die Gelegenheit, die Uesugis anzugreifen. Aber das größte Problem ist, dass wir wahrscheinlich noch ziemlich
unter unserem Rekrutenpotenzial sind. Außerdem haben wir kein Geld, also das ist überhaupt das Beschränkende. Wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal, ja, wahrscheinlich ein, zwei Jahre hier abwarten müssen, ehe wir genug Geld haben, um weiterzumachen. Ihr seht das ja, wie teuer so ein Krieg ist. Es ist ja heftig. Gut, jetzt machen wir 156 im Jahr, aber das hast du auch schnell wieder ausgegeben, wenn du alles mobilisierst. Und wenn man gegen Uesugi kämpft, dann muss man alles mobilisieren. Und auch wenn man gegen zwei Ikuiki-Armeen kämpft, muss man auch alles mobilisieren. Also, wir brauchen bestimmt 300 Goldstücke, brauchen wir schon. Tja, liebe Freunde, schwierige Situation, mit der ich mich jetzt hier verabschiede. Dies im Übrigen auch erstmal wieder das Staffelende, diesmal ein bisschen kürzer, hat Gründe, die ich in einem Video morgen erklären werde. Aber ich bin weiterhin hoch motiviert. Dieses Spiel macht schon Spaß. Es ist sehr, wie gesagt, sehr schnell, actionreich. Man hat keine Zeit irgendwie zu pausieren, außer man muss es, so wie ich jetzt. Naja, und es ist herausfordernd. Nach wie vor herausfordernd. Schön, dass ihr zuschaut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.